Und damit heiße ich euch willkommen bei Let's Play Mario vs. Donkey Kong. Einem Spiel, das ich in meiner Kindheit sehr gerne gespielt habe. So. Gucken wir uns mal kurz die Option an, ob da alles so korrekt ist. Musik hätte ich gerne ein bisschen lauter. Ja, die Effekte. Machen wir mal das auf 10. Wer mich nicht übertont. Videooptionen. Story 1. Ja, könnten wir uns angucken. Müssen wir aber nicht. So. Ja, welchen Spielstand wollen wir denn nehmen? Welches hat denn die schönere Farbe? Ach, ich nehme einfach A. Ist doch jetzt eigentlich egal. So, das war das Intro. Wir haben gesehen, Donkey Kong hat die Mini-Marios geklaut und wir müssen sie jetzt einfach nur zurückholen. Und wir starten direkt in Welt 1, Mario Toy Company. Am Anfang sehen wir jetzt halt immer, wie was funktioniert, aber das brauche ich nicht. Also werden wir uns das jetzt nicht immer angucken. Mit B gelangt man dann halt zum Spiel und man muss halt den Schlüssel suchen und dann zu dieser Tür hin. Ich hoffe, die Framerate spielt einigermaßen mit. Aber sieht gut aus. Ja, also ich werde auch alle Geschenke einsammeln. Das gibt nämlich Punkte. Ich werde versuchen, so gut es geht, überall einen Stern zu holen. Was ich aber nicht versprechen kann. Aber ich denke mal, in der ersten Welt sollte das eigentlich alles machbar sein, weil die ist nicht wirklich schwer. Ich meine, die anderen Welten sind auch nicht schwer. Aber da wird es halt dann schon komplizierter, das auch in einer angemessenen Zeit zu schaffen. Und ich meine, wenn man sich hier richtig anstellt. Ja, wenn man sich hier richtig anstellt, dann. Ich hätte eigentlich einfach jetzt nur noch auf B drücken müssen. So. Ja, merken. So. Ja, also man muss nicht einmal außen rumlaufen, man kann sich das Geschenk holen und dann wieder zurück und dann einfach nur einen Seitsprung machen. Aber ich denke mal, einen Stern haben wir nicht. Also gut, dann werde ich auch nicht versuchen, die Sterne zu holen. So. Ne? Hätten wir das auch schon geklärt. Aber ich werde in jedem Level alle Geschenke holen. Das werde ich dann wohl doch machen. Cool. Aber ich glaube, Leben werde ich in diesem Spiel genug sammeln. Also, so ist das nicht. Ja. Ja, wir nehmen den Hammer und hauen auf Scheigeist drauf. Weil mit einem anderen Teil, also wir können Gegner nur mit Gegenständen kaputt machen. Das heißt, wir können nicht draufspringen, keine Stampfattacken machen. Wenn wir gegen sie rennen, habt ihr ja eben gesehen, dann sterben wir. Was dann jetzt nicht so von Vorteil ist, aber ich frage mich immer noch, wie man mit einem Fass Öl kaputt machen kann. Naja, ist ja egal. So. Der Seitsprung sieht immer wunderbar aus. So. Mäh. Ja, so wollte ich das jetzt eigentlich. So. Go, 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 go. So, haben wir die Tür aufgeschlossen und jetzt gehen wir weiter. So. Ja, au, 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 drei Ölfässer. Das macht die Sache schon komplizierter. Bam, in your face. Ja, Feuer macht uns auch kaputt. Ja. Haben wir verloren. Ich finde die Melodie immer so cool, wenn er den Hammer hat. So. Nee, ich kann das gar nicht nachmachen. Okay, machen wir es mit Mario. Fertig. Hätten wir den Level auch geschafft.
Also, ihr seht, einen Goldstern zu holen ist nicht schwer, wenn man halt nicht verkackt. Man muss halt also die Zeit vom ersten Teil des Levels mit in das zweite nehmen. Sonst hat man eigentlich wenig, also relativ wenig Chancen, das einigermaßen gut hinzukriegen. Und ich glaube, ich habe jetzt 0. Ja, egal. So. Ah ja, jetzt kommen die Stangen, das müssen wir uns nicht angucken. Das kann ich, also das ist. Ja. Ja, man denkt jetzt, oh Gott, wie schwer. Ich habe damals immer gedacht, oh Gott, wie schwer ist das denn? Als ich das so beim ersten Mal gespielt habe, ich glaube, beim ersten Mal habe ich auch. Ich wollte gerade sagen, hat sich da jemand aufgehangen? Also, als ich das zum ersten Mal das hier alles gespielt habe, ich habe gedacht, Gott, nein, was ist das denn für ein Dreck? Fällst du immer runter? Bin ich dann auch eigentlich, aber auch nur, weil ich mir eingeredet habe. Du fällst runter, du fällst runter. Ja. Wie war das eben mit Einreden? Du fällst runter, du fällst runter, du fällst runter. Oh Mann, ey. Ja. Naja. Man muss eigentlich nur im gleichen Moment das Steuerkreuz und A drücken, weil dann springt man automatisch. Ganz so, wie ich eben gezeigt habe. Also einfach nur Steuerkreuz in die Richtung drücken, in die man springen will, und den A-Knopf gleichzeitig drücken. Dann hat man eigentlich relativ wenig Probleme da. Nur aus irgendeinem Grund sieht man das nicht, wenn er so richtig schnell abgeht. Da spackt die Framerate rum. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Solange das jetzt nicht asynchron wird, ist mir das eigentlich alles relativ egal. Eigentlich könnte man hier schon sagen, wir haben eigentlich alles, aber wir wollen ja noch das Geschenk haben. Und dafür müssen wir hier runter. Ja. Boah. Alter. Ne, ich hätte gerne so einen Steigeil, der laufen kann. Ich denke mal, hier habe ich den Goldstein auch wieder geholt. Da tanzt er. Wunderbar. Ja, habe ich halt einen Stern nicht. Ist jetzt nicht so tragisch. Das ist ja jetzt nicht so ein 100% Ding. Also ich hole zwar nur alle Geschenke, aber nicht so ein 100% Ding, dass ich jetzt auch in jedem Level jeden Stern und jedes Teil einsammle. Also ich will nur alle Geschenke haben, damit ich Leben bekomme. Versteht ihr? Falls ich mal wirklich irgendwo eine Stelle habe, wo ich wirklich nur verkacken sollte. Was natürlich durchaus passieren kann. Ja. Da habe ich eigentlich nie verstanden, warum ich nie gewusst habe, wie das funktioniert. Ah ja, wenn man eine Schüssel wirft, bleibt er 12 Sekunden an der Stelle. Das heißt, nach 12 Sekunden verschwindet er dann und dann hat man eigentlich, ja, verkackt. Ja, wenn man da dran springt, hat man im Übrigen auch verkackt. Aber was erzähle ich euch das? Das wisst ihr bestimmt alles. Also zumindest die von euch, die das Spiel gespielt haben. Also ich habe das Spiel damals geliebt, als ich es mir geholt habe. War ein Weihnachtsgeschenk, habe ich mir gedacht, ja. Da habe ich meine erste Konsole bekommen, also meine erste Handheld-Konsole. Und das war der Game Boy Advance SP. Das Ding habe ich immer noch. Und ich muss sagen, das ist für mich immer noch die beste Handheld-Konsole. Klar, 3DS ist jetzt rausgekommen, 3D-Effekte und so. Aber ja, es war schon gut, aber auf dem Game Boy Advance SP, da kam für mich irgendwie die besten Spiele raus. Ich meine, klar, Mario Kart kam es jetzt auf fast jeder Nintendo-Konsole raus. Egal ob jetzt Super NES, N64, GameCube, Wii, DS. Game Boy Advance SP habe ich auch das Spiel dafür. Oder ein 3DS. Also ich habe jedes Mario Kart gespielt auf der Konsole. Auf den Nintendo-Konsolen, auf denen es rauskam. Das einzige, wo es halt nicht rauskam, das war der NES, aber klar, da hat man noch nicht daran gedacht, ja, kommt, wir setzen Mario und seine Freunde in ein Auto und dann lassen wir die gegeneinander fahren. Das kam natürlich sicherlich erst später den Entwicklern in den Sinn, dass man sowas machen kann. Ich muss sagen, das erste Mario Kart, das war. Also, da waren. Ich will nicht sagen Fehler drin, aber.
Irgendwie habe ich da den Sinn nicht verstanden mit den Münzen auf dem Boden. Ich meine, es ist ja so, da waren Münzen. Die konnte man sammeln. Aber was haben die letztendlich gebracht? Ich glaube nichts, wenn ich mich recht entsinne. Doch, wenn ich mich recht entsinne, haben die nichts gebracht. Die waren einfach nur da, die konnte man einsammeln, ja, und wenn man dann hat man sich gefreut, wenn man welche gekriegt hat. Wenn man welche eingesammelt hat. Aber die wurden, glaube ich, nirgendwo angezeigt oder keine Ahnung. Also, da hätte man irgendwie noch eine Funktion einbauen können, wie dann auf dem. Wo kamen die wieder? Ich meine, die kamen auf. Ne, nicht nur auf dem 3DS kamen die wieder. Nein, nee, die kamen noch woanders vor. Aber fragt mich jetzt nicht wo. Also echt, da kann ich euch jetzt keine Antwort zu geben. Müsste ich nochmal nachgucken, aber ich bin mir nicht sicher. Auf dem 3DS hat man halt ja halt dann jetzt halt die Funktion, dass man dafür Kartteile freischalten kann. Und sich dann ultimatives Kart zusammenbauen kann. Also ich fahre am liebsten mit Rosalina, dieser Schleifenkiste, den kleinen Rädern und diesem Regenschirm da, Sonnenschirm, was das da ist. Also das ist eigentlich für mich die beste Kombi, womit ich am besten fahren kann. Eine andere Kombi habe ich auch schon ausprobiert, aber das ist für mich die beste, wenn ich ganz ehrlich meine. Also andere gibt es da für mich nicht. Ja, da kann man sich dann jetzt hier auch nochmal extra Punkte holen, aber sicherlich die paar Punkte werde ich dann mitnehmen, wenn ich da durchgehe. Ist ja klar, dass dann was auf mich runterfällt. Ja, und jetzt den Backflip hier noch schaffen. Irgendwie. Ja, das muss also wirklich schnell gehen und das ist ein bisschen doof an der Tastatur, aber wird schon. So, da gebe ich das Geschenk. Ne, warte mal. Ne, das ist schon richtig. Hoffe ich. Ja, ist richtig. Ja, jetzt habe ich vorher 50 Punkte mitgenommen, aber die werden mir bestimmt hilfreich sein. Ja, also das mit den Schaltern, das wird noch richtig interessant, ob ich mich noch an alles erinnern kann, wie alles in welcher Reihenfolge gedrückt werden muss, ob das dann alles so richtig funktioniert. Aber das sehen wir ja später. In späteren Parts. Ich meine Part 3 oder so. Bin mir nicht sicher. Na, oh Mann. Mach ihn. Jetzt nur nicht auf B drücken, weil ich das Geschenk habe. So. Hätten wir den Level auch erfolgreich hinter uns gebracht. Und jetzt kommt gleich ein schöner Level. Also ein schönes Level. Mit dem Mini-Marius. Wir müssen ihn nämlich heil zum Ziel bringen. In der ersten Welt ist das noch nicht weiter schwierig. Aber wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, so Lavagruben oder Stacheln hinzukommen, dann wird das Ganze schon etwas schwieriger werden. Ja, so einfach ist es natürlich jetzt nicht in der Welt, aber es ist doch schon relativ einfach gehalten. So, wir können natürlich nicht da durch, nur die können da durch. Ja, müssen wir natürlich so machen. Wäre da keine Mülltonne, hätte ich jetzt gesagt, ich werd wahnsinnig damals. Wie sollte ich denn dann sonst Dinger hochkriegen? Das war wirklich bei mir im Spiel, da war erst keine Mülltonne, ich musste ein Level neu starten und dann war da eine Mülltonne. Das hatte mich damals richtig irritiert. Ich habe gedacht, Gott, nein. Das kann doch nicht sein. Hast du vorne irgendwas vergessen? Ja, man sollte nicht draufspringen, wenn die da rein wollen. Weil die helfen uns nämlich jetzt gleich im
Endkampf dieser Welt gegen Donkey Kong. Also das sind dann sozusagen unsere Leben. Also wenn wir hier einmal getroffen werden, sind wir eigentlich weg. Aber jetzt haben wir halt 6 Versuche. Danach dürfen wir nicht mehr getroffen werden. Aber ich werde natürlich jetzt gucken, dass ich nicht getroffen werde. Zumindest nicht in der ersten Welt. Weil das ist ja dann ein bisschen. So. Jetzt kriegt er da einen vom Kopf geknallt. Ja, jetzt holt er seine Steine. Bitteschön. Schafft er das vielleicht? Nein. Dammit. Ja, seht ihr da? Normalerweise wären wir jetzt weg, aber doch nicht. Mann. Konnten sogar noch mal einen Schalter betätigen. Ist das nicht schön? Ja. Ich wollte mich eigentlich nicht treffen lassen. Ja, genau deswegen, weil da kriegen wir ja nochmal extra Punkte drauf. Aber. Und dann bekommen wir immer so ein schönes Bild. Kleinen Moment. So. Hab nur mal einen Screenshot schnell gemacht. Geht jetzt weiter. Oh, das wird knapp. Aber, oh, doch noch geschafft. Aber halt kein Stern, weil. Kein Stern? Egal. So. Das war's dann jetzt für diesen Part. Und man sieht sich wieder im nächsten Part mit Welt 2. Bis dann. Tschüss.